Deutschland muss sich am heutigen Freitag auf Regen einstellen. Die Regenfront wird sich von Westen nach Osten ziehen. Am Nachmittag sollen die Gewitter stärker werden. Besonders betroffen sind Niedersachsen und das Alpenvorland. Am Samstagmorgen muss man vor allem im Nordosten von Deutschland mit Regen rechnen. Gleiches spielt sich im bayerischen Alpenland ab. Auch am Sonntag wird es weiterhin zu Gewittern kommen. Diesmal sind besonders der Süden und Westen Deutschlands betroffen. Der Nordosten darf sich hingegen auf warme Temperaturen freuen.